Hey, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Paint the Town Red. Nachdem die letzten paar Spiele, die ich gespielt habe, ja eher ruhige Artsy Exploration Games waren und auch nass gespielt wurden, dachte ich jetzt, tagsüber mache ich einfach mal was Kurzweiliges, was Geiles, was Brutales, was Spaßiges, was komplett die andere Schiene fährt. Ein ziemlicher Runner und ziemlich beliebt auf Itch.io mit großen Ambitionen ist dieses kleine Spiel hier, Paint the Town Red, ist nur quasi der Prototyp von das, was mal ein volles Spiel werden könnte, wie man unten rechts sieht. Please vote for the game on Steam Greenlight to help us make a full game with more levels, enemies, weapons, multiplayer, etc. And I'm all in for that shit. Denn ich mag Spiele, wo man so random Brawling macht, quasi aus erster Perspektive, Leute die Fresse einhaut und dann so einem Pixel-Grafikstil. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine, so Minecraft-mäßig. Die Beschreibung ist einfach nur, du bist undercover bei einer Gang dabei, die dann infiltraten bis und dann your cover has been blown, also irgendwer weiß, was los ist und nun, jetzt werden die dich versuchen umzubringen in der Rocker-Bahn, der du bist und musst dich gegen die Hells Angels, whatever, erwehren. Ich habe das Spiel bei PewDiePie auch schon gesehen, das war eins, wo ich dachte, Mann, das will ich auch mal selber spielen, das sieht unterhaltsam aus, aber hab's leider nie hinbekommen, einfach vergessen, aber dann bin ich zufällig wieder drüber gestolpert auf Itch.io zum Glück und jetzt können wir hier Paint the Town Red spielen, also, here we go. Bin ich? Bisschen Bowling wollte ich gerade sagen. Bisschen Pool am Spiel, warum nicht? Nein, nicht die Weiße versenken, oh nein. I can't take much more of this. These guys are crazy and I think they are onto me. You've been made. Save the building surrounded. There's no escape. I'm sorry. Oh, scheiße. Dann fick dich. Fick. Fick. Okay. Ha! Ha! Kopf ab, Bitch. Fick dich. Fresse Blutstand auf, Alter. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch. Das ist richtig befriedigendes Feedback. Richtig krawumm. Okay. Ja, Musik ist ganz okay. Ist hier noch irgendwer, hä? Waren das schon alle von euch? Ihr Loser? Ah, da ist noch wer. Fick dich. Ha! Wrecked. Oh, der noch mehr Wichser. Was hab ich hier? Was hab ich hier? Pick ab, pick irgendwas ab. Fuck, das viele. Scheiße, scheiße, scheiße. Klo. Messer? Ja, jetzt kommt her. Ich hab ein Messer. Oh, scheiße. Oh, scheiße, die haben auch Waffen. Was ist das? Ist das eine Klobürste? Eine Rohrzange? Keine Ahnung. Egal. YOLO. So. Was haben wir hier noch? Hidden Weapons soll es geben. Insofern erkunde ich hier mal die Klos. Überall rumliegt. Noch über Hälfte HP, das ist gut. Das sieht aus wie ein Baseballschläger. Perfekt. Ich dachte, da wäre ein Pfeil, aber es ist nur Blut. Na? Oh fuck, sind das viele. Fuck, 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 nicht hängen bleiben. Komm, geh da rein. Ah, jetzt geht die Tür doch auf. Ha, Katana. Bitch. Bitch, Schuss. Hau ab. Oh, fuck, Katana ist... Au, nein, aua, aua. Oh, fuck. Das gab auch mal. Okay. Ich weiß nicht, ob das Spiel endless ist oder nicht. Aber so oder so werde ich versuchen, zumindest einmal alles zu erkunden und auch versuchen, alle Gegnermassen, wenn es eben nicht endlich ist, zu töten. Ich versuche nur die beste Taktik rauszufinden. Immer einfach nur auf Distanz ist am sichersten, aber auch mega hektisch und schwierig. Kann ich die Gitarre als Waffe nehmen? Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Gib mir irgendwas. Yes! Ha! I put a sniper on the roof, hit Q and pick your targets. What? LOL, das ist wie bei Smoke and Aces. Oh geil, die Steuerung ist gerade scheiße, aber... Oh yes, ist das cool. Bam! Wichser!
Oh ja, that's not gory at all. Was ist jetzt, Security oder Polizei oder was? Ich dachte, ich bin von der Polizei. Aber ich bin undercover, darum wissen die nicht, dass ich... Ah, ich finde, das wäre noch ein coolerer Madness, wenn man auch mit den... Scheiße, das war nicht so effektiv. Au, wenn man auch mit den Leichenteilen von den Ragdoll-Typen hier selber angreifen könnte. Komm her. Scheiße. Yes. Oh, das macht mega Laune. Das ist mega stumpf. Und oh fuck, oh fuck. Es scheinen nicht endlos neue zu spawnen, also... Oh, man kann richtig hochspringen. Oh fuck, oh fuck. Was haben die für ein Symbol da? Ist das von der Gang? Das ist die Gangleader? Beste Taktik. Bis ich hier gleich nichts mehr habe und die dann hochkommen. Oh fuck. Oh, Double Kill! Okay. Ohne Musik ist es schon irgendwie ein bisschen traurig. Ich hätte nicht die Band angreifen sollen. Die haben mir nichts getan. Boom! Scheiße, scheiße. Ich brauche irgendeine richtige Waffe. Sonst bin ich am Arsch. Kann ich hier rüber? Ach, hier kann ich lang einfach, ne? Oh, nice. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch. Wieso kommt jetzt alle her? Wer schlägt so mit dem Baseballschläger? Man sticht doch nicht mit dem Baseballschläger. Fuck it. Okay. Oh, ich hab Musik wieder. Ich weiß nicht, ob das Spiel endlos ist oder nicht. Aber ich werde versuchen, einfach mal alle Räume zu erkunden. Ich glaube, da bin ich schon ganz gut dabei, wenn ich gar schon ganz durch mit. Hier ist ein reiner Spawnraum. Peace Band. Leute, das ist Flasche, was ich Band tut das kein bisschen, wenn ich Leute angreife. Durch. Ja, okay, also das scheint halt wirklich nur eine kleine Demo zu sein. Oh, hier ist eine Tür. Aber kann man da lang? Fuck, dieser Run war sehr schlecht. Okay. Also es scheint das gewesen zu sein. Was soll ich sagen? Ich mag den Stil, ich mag diese Art von Spiel. Dass die Band interaktiv ist und so Kleinigkeiten cool. Einfach nur einen reinen straightforward Brawler, den man einfach nur halt in verschiedenen Szenarien, ruhig auch mit einer kleinen Story dazu.